Hallo liebe Zuschauer, willkommen zu einem neuen Video Vernasche die Welt. Süßigkeiten von überall her. Und heute haben wir etwas ganz Besonderes, und zwar eine Box aus Taiwan. Mhm. Und der Aaron und ich, wir freuen uns ja wirklich über jedes Land und wir sind immer sehr, sehr gehypt. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, bei asiatischen Ländern, da ist es dann doch nochmal, da ist die Vorfreude noch ein Stück größer, weil wir lieben einfach asiatisches Essen. Und ja, wir sind jetzt auch mal bei den Snacks gespannt. Das auf jeden Fall. Und wir freuen uns schon sehr. Eine Sache möchte ich noch mitgeben, und zwar, wir haben bei der Kanada-Box bemerkt, wir haben ja immer so ein schönes Booklet dabei, wo ein paar Informationen auch zu den Snacks dabei steht. Wir wollen uns aber trotzdem nicht spoilern, was alles drin ist, deswegen werden wir es heute so machen. Wir werden ganz normal raten, welche Produkte wir haben, aber werden nach dem Video nochmal alle Süßigkeiten-Texte für euch einsprechen. Das heißt, ihr habt direkt, nachdem wir es ausgepackt haben, auch den Text, was es jetzt ist, und genau, wir können trotzdem weiterraten. Genau. Genug geredet, los geht's. Fangen wir an im klassischen Sinne. Marco, ja. Du hast die Ehre, der Erste zu sein. Okay. Wenn ich es aufkriege. Ja. Warte. Jetzt. Oh, das ist äußerst interessant. Und zwar, ja, habe ich doch richtig erkannt. Es hat sich nach einem Getränk angefühlt. Auch das ist neu für uns. Aber wir hatten bis jetzt ja zwei Boxen. Einmal die Special Box und dann die Kanada Box. Und Getränke waren bisher nicht dabei. Und wir haben jetzt hier eine Fanta. Okay. Und die sieht ziemlich nice aus. Und was ich auch erkennen kann, es sind Pfirsiche hier drauf. Zwei Stück. Also ist Fanta Pfirsich oder? Ne, warte mal. Zwei Pfirsichsorten wahrscheinlich. Okay, vielleicht Pfirsich. Wirelein. Ja, hört sich auf jeden Fall sehr, sehr cool an. Und dann ein kleiner Spoiler, wir haben ja auch schon ein Fanta-Video gedreht. Das kommt allerdings erst später, weil die Snackboxen aus Aktualitätsgründen immer ein bisschen vorgezogen werden. Ja. Aber eine Sache kann ich euch sagen, Fanta Pfirsich ist eine unserer Lieblingssorten. Und dementsprechend bin ich jetzt gespannt, jetzt müssen wir noch Gläser holen. So, dann probieren wir jetzt mal. Okay. Nicht explodieren. Stimmt, das wäre ziemlich schade. Ja. Bin mal sehr gespannt. Wir hatten bereits, wie gesagt, zweimal Fanta Pfirsich. Wir hatten die Standardsorte gehabt und dann gab es noch weißer Pfirsich. Ja. Und jetzt haben wir mit zwei verschiedenen Pfirsichsorten. Ja, nennen wir es einfach mal doppelt Pfirsich. Keine Ahnung, ob es stimmt. Na, die riecht auf jeden Fall genial. Ja. Die ist auch sehr, sehr lecker auf jeden Fall. Ja. Geil. Das stimmt auf jeden Fall. Schmeckt sie anders für dich als die normale? Also ich bin stark am Überlegen. Also es könnte auch einfach die zwei Pfirsichsorten, die wir schon hatten, halt eine Mischung aus den beiden. Und so viel kann ich schon mal verraten. Also die normale Pfirsich, also die hier, fanden wir auf jeden Fall besser als die andere. Mhm. Und, weil irgendwie, das hört sich jetzt wieder dumm an, obwohl zwei Sorten drin sind, glaube ich, finde ich, dass die normale extremer schmeckt ein bisschen noch nach Pfirsich, kann das sein? Ich bin jetzt aber auch gerade nicht. Ich bräuchte jetzt den direkten Vergleich, aber die auf jeden Fall schmecken die beide mega geil. Das ist jetzt auch immer eine dabei. Wir haben ja jedes Mal eine Postkarte dabei, außer es ist so eine Special Box. Und wie gesagt, heute haben wir Taiwan. Auch cool. Weil dann könnt ihr euch eine richtige kleine Sammlung zusammenstellen aus den ganzen Ländern. Ist auch ist auf jeden Fall mega cool. So. Oh, heute sind aber interessante Sachen drin von der Form und so, gell? Was nehme ich denn da? Das hier. Geil! Gut, und zwar haben wir Oreo. Was? Wafer Roll, okay. Sieht extrem schokoladig aus. Ziemlich cool, und das Oreo-Produkt kennt ihr beide auch nicht. Also sehr, sehr interessant. Das ist auch ein kleiner Fun-Fact. Also, wir haben auch schon mal ein Oreo-Video gedreht, was auch noch kommen wird. Aber die Wafer Rolls hatten wir noch nicht. Ich habe erst gedacht, dass wir diese Stäbchen, Alter, Junge, weißt du nicht, ich meine. So Pockies. Genau, diese Pockets, genau sowas habe ich gedacht, aber sehr interessant. So, da bin ich mal gespannt, wie die Wafer Rolls. Riecht das schon für extrem Schokomilch. Boah. Warte, ich schmeck's ein bisschen. Von der Konsistenz so wie so Eiswaffeln, stimmt's? Ja. Boah, stimmt. Die ist richtig gut. Absolut. Ich finde auch. Fluffig und leicht. Hättest du rausgeschmeckt, dass es Oreo ist? Also, es schmeckt mehr nach Waffel auf jeden Fall. Ich frag mich mal, ob ich rausgeschmeckt hätte, dass wirklich Schoko drin ist. Mhm. Weil ich finde, die schmeckt wirklich fast genauso wie Eiswaffeln. Mhm. Schoko schmecke ich jetzt doch. Vielleicht ein bisschen. Auf jeden Fall ziemlich lecker, weil die normalen Eiswaffeln schmecken ja manchmal ein bisschen langweilig. Da ist schon der besondere Kick drin, aber ich gebe ehrlich zu, ich hätte wahrscheinlich nicht erkannt, dass es Oreo ist. Aber schokoladig schmeckt es auf jeden Fall. Gut, dann bist schon wieder du dran, alter Junge.
Also wir hatten jetzt auf jeden Fall schon zwei sehr interessante Produkte. Oh, was? Geil! Da wurden wir wirklich mit einer Sache belohnt, wo wir uns gewünscht hatten, dass sowas drin ist. Irgendwas mit Pikachu auf jeden Fall. Wahrscheinlich ist Kekse so oder so irgendwas. Ja, vielleicht? Es sind Kekse. Ja, Kekse, das stimmt. Okay. Also ziemlich, ziemlich nice auf jeden Fall vom Design her. Ich mache euch mal die Karte auf, die drin war, die der Marco nicht dran hat. So übersehen hat aus Versehen. Dann sehen wir mal, was wir für ein Ding haben. Aber Silikon hätte mir auch als Karte gegeben. Und die Karten sind aber ziemlich klein. Natürlich ist es eins durch den Namen erkennen. Also eins von den neueren. Die Pokémon-Fans werden es eh kennen. Ich zeig's euch mal. So, diese kleine Robbe. Also das Produkt ist bestimmt in Taiwan sehr, sehr beliebt bei den Kindern. So ist ja auch ganz cool, ein paar Kekse dabei, ja. Sammelkarten, also. Wenn wir da wären und gut, wir sind keine Kinder, werden sie trotzdem dann natürlich bestimmt. Ja. Und sind auch die cool klassischen Pokémon dabei, wie Shiggy, wie Sasam, Glumanda. Das ist jetzt hier gar nicht dabei. Okay. Also scheint es noch mehr zu geben. Ja, sehr geil. Gut, dann ist jetzt nur noch die Frage, wie schmecken die Kekse? Sie sehen auf jeden Fall auch eher ungewöhnlich aus. Schmecken auch anders. Ja. Die schmecken sehr süß, aber nach was? Das ist so ein bisschen das Problem. Ich kann es auch nicht wirklich zuordnen, aber ich bin an sich positiv überrascht, weil ich dachte so, meistens ist ja so, bei so Anime-Spielzeug mit Schokolade, so dass die Kekse sehr langweilig schmecken. Genau, und die schmecken schon besonders. Ich kann es jetzt leider auch nicht zuordnen. Vielleicht so ein bisschen honigmäßig, aber ja, das ist auf jeden Fall ganz cool, also bis jetzt sind alles eigentlich recht nice Sachen, die wir haben. Bin ich auf jeden Fall mal gespannt, wie es weitergeht. Ja. Ah, Lays! Das sind Lays-Chips, die wir auch mal gesehen haben, und zwar anscheinend Sushi-Geschmack. Okay. Sehr interessant. Also, wir beide lieben Sushi und wir beide lieben Lays, aber die Kombination hört sich interessant an. Aber das ist eigentlich das, was ich mir wirklich erhofft habe bei einer asiatischen Box, dass auch wirklich, wirklich solche exotischen Sachen dabei sind. Und bis jetzt wurden wir nicht enttäuscht. Ja. Und ja, es kommt auch noch irgendwann ein Video über Lays. Ja, gut, vielleicht der Junge dann. Aber Chips mit Sushi-Geschmack habe ich auch noch nicht gehört. Also, oh. Das waren jetzt ein paar. Kannst du auch von mir runternehmen. Ja. Das ist sehr interessant. Ja. Cool. Jetzt bin ich echt mal gespannt, ob die wirklich so nach Sushi schmecken. Die haben was Fischiges. Ja. Und ich finde sie auch lecker, so viel kann ich auch sagen. Also. Schlecht sind sie auf jeden keinen Fall. Also das Ding ist halt genau wie bei den Oreos, ich muss ganz ehrlich sagen, hätte mir jetzt jemand die zum Probieren gegeben, ich hätte niemals gesagt, die schmecken nach Sushi. Wenn man es weiß, schmeckt man so ein bisschen, so wie du gesagt hast, schmeckt schon so ein bisschen fischig. Aber die sind sehr lecker auf jeden Fall. Das stimmt, ist auch ja eine Sorte, die ich mir kaufen würde. Das stimmt. Also bis jetzt hatten wir sehr coole Sachen. Mal gucken, was als nächstes kommt. Was Schwereres. Oh! Was ist das denn? Sieht interessant aus. Ist das weiße Schokolade? Sieht so aus wie so eine Eiswaffel, aber da ist auch ein Käsekuchen. Also wir zeigen es euch mal in die Kamera. Ja. Wie gesagt, wir lesen es ja für euch vor. Ja. Also ihr wisst jetzt schon, was es ist. Aber wir... Uns macht halt Spaß zu haben. Wir tappen da noch ein bisschen im Dunkeln. Mhm. Es sieht auf jeden Fall süß aus. Es sieht lecker aus. Jetzt hoffen wir mal, dass es auch lecker ist. Das stimmt auf jeden Fall. Ja, ich bin äußerst gespannt. Also, lecker sieht's aus, aber... Also, nach weißer Schokolade schmeckt's. Käsekuchen habe ich noch nicht rausgeschmeckt, falls es dabei sein soll. Ja, doch. Ist auf jeden Fall ein sehr leckerer Schokoladensnack. Ja. Doch. Mit ein schweres Ranking heute auf jeden ja Fall. Das stimmt, definitiv. Ja, was hat der gute Aaron jetzt gezogen? Oh. Caplico.
Sieht auch wieder aus wie so kleine Eiswaffen. Könnte von der gleichen Marke vielleicht sogar sein. Ich wollte gerade sagen, sieht aus, als würde es in Konkurrenz stehen zu dem, was wir gerade hatten. Sieht so ein bisschen ähnlich aus. Okay. Ist auf jeden Fall nochmal ziemlich cool verpackt hier. Jetzt probiere ich es mal aufzumachen, ohne dass alle rauskommen. Ist sehr cool. Ich habe es geschafft, leider. Ach man. Nimm dir einfach mal eins raus, Alter. Ich glaube, das ist nämlich ziemlich fest hier drin. Also auch hier hat man helle und dunkle Schokolade übereinander. Und hier haben wir aber einen starken Schmelzding, dass sie gleich schmelzen. Ja. Schmecken jetzt aber nicht so extrem. Sie sind süß, aber... Ja. Also von der weißen Schokolade schmeckt nicht so viel wie von der normalen. Ich finde sie auch, also... Ich finde sie ziemlich lecker. Ja. Und ich meine, ich will jetzt noch nichts vorweggreifen, aber ich habe es ja auch gerade, wie gesagt, mit denen, die wir vorher hatten, verglichen. Aber ich sage dann später was dazu. Aber die sind beide auf jeden Fall nicht schlecht. Ja. Oh. Was ist das denn? Sieht ja geil aus. Keine Ahnung, was es ist, aber es sieht auf jeden Fall sehr, sehr cool aus. Sehr bunt und... Ja, feature bunt. Ziemlich nice auf jeden Fall. Das sieht cool aus, ja. Das könnten so... Puzzleteile oder so irgendwas? Zum Essen. Sehen wir gleich. Die Verpackung ist eigentlich viel zu schön, um sie aufzumachen. Also sind auf jeden Fall in verschiedenen Farben drin und sehr klein. Jetzt bin ich nur mal gespannt, wie es schmeckt. Gut, ich bin auf jeden Fall auch mal sehr gespannt. Es krispelt auch ein bisschen. Interessant auf jeden Fall. Also, das ist jetzt nicht so mega intensiv. Nee. Ich glaube, das ist wirklich was für die Kleineren, auch allein von den Motiven und so. Die werden sicherlich auch feiern. Ich kann jetzt auch nicht viel Schlechtes sagen, aber es schmeckt irgendwie nicht so intensiv. Also, gerade wenn man es jetzt mit den vorigen Süßigkeiten vergleicht, die wir hatten, fällt es ein bisschen ab. Aber es ist, ja, ist ganz nett. Das stimmt. Was interessant ist, wir hatten bis jetzt nur süße Sachen, außer eine Sache. Stimmt. Eine Sache haben wir noch. Mal gucken, was jetzt kommt. Aber da haben wir auch schon gelernt, es hängt auch immer vom Land und von der Box ab. So. Sieht aus wie getrocknete Pfirsiche, sowas in der Art. Oder Pfirsich-Gummibärchen. Sehr cool. Extrem. Geil. Boah. Die schmecken auch mega geil nach Pfirsich. Boah, die sind cool. Das ist unser Süßigkeiten-Pardon zur Fanta-Pfirsich. Boah, die sind auch richtig geil. Boah, da stehe ich drauf. Sehr gut. Und so ein bisschen sauer. Das sind gute Gummibärchen auf jeden Fall. Das ist auf jeden Fall. Also unser Ranking wird heute nicht einfach, das kann ich jetzt schon mal sagen. Das ist wahr. Und wir überlegen es uns mal und dann sehen wir es gleich wieder. Ich glaube, ich habe meinen letzten Platz schon. Den habe ich auch, aber sonst war schwer. Ja. Gut, da sind wir auch schon wieder zu unserem Ranking und heute war es wirklich verdammt schwierig. So, was ist denn heute dein 8. Platz? Mein 8. Platz sind unsere kleinen Puzzleteile. Die waren einfach vom Geschmack her an sich nicht ganz so stark und haben so extrem nach was geschmeckt. Aber sie waren ganz okay und wie Markus schon vorhin gesagt hat, für kleine Kinder ist das bestimmt cool. Ja, damit hast du auch automatisch meinen 8. Platz gesagt und ich schließe mich der Begründung zu 100% an. Gut, mein 7. Platz... Meine auch. Sind diese Eiswaffeln, die, was in der Beschreibung steht, stimmt auf jeden Fall. Also sie schmelzen wirklich gleich. Ja. Aber ich bevorzuge im Sommer doch dann das normale Eis. Aber sie sind auch ganz lecker. Aber da muss ich auch wieder sagen, ich fand es ein bisschen zu schwach von dem Geschmack der weißen Schokolade. Also die wurde ein bisschen übermannt, sage ich mal, von der dunklen. Ja, was ich noch ergänzen kann, ist, dass der 7. Platz für mich dann schon wieder... deutlich besser als der 8. war und das stimmt. Ab diesem Platz fand ich alles eigentlich relativ gut. Also würde ich jetzt alles auch empfehlen. Aber was den Kablikus bei mir das Genick gebrochen hat, dazu komme ich später nochmal. Aber jetzt erstmal zu deinem 6. Platz. Gut, mein 6. Platz, das war dann schon schwer. Würde ich mich, glaube ich, für die Käsekuchen entscheiden. Diese kleinen Küchlein, so in der Art, mit der Zipfelmütze. Und das auch aus dem Grund, ich fand es eigentlich mit dem nächsten Platz relativ gleichwürdig von dem Geschmack. Aber ich habe jetzt nicht wirklich Käsekuchen geschmeckt. Also deswegen hat es ein bisschen, ja, ein bisschen weniger Punkte von mir bekommen dann als der andere Platz.
Aber wie gesagt, die finde ich jetzt schon alle ziemlich lecker, die Sachen, und deswegen ist das ein guter sechster Platz. Ja, mein sechster Platz sind die Oreo Wafer Rolls. Die waren an sich auf jeden Fall ziemlich, ziemlich lecker. Aber ich habe ja vorhin schon gesagt im Video, dass ich jetzt nicht so der Riesenfan dieser Waffel bin. Natürlich würde ich mir jetzt die eher von Oreo holen, weil die waren sehr lecker und ich kann die auch auf jeden Fall empfehlen. Aber ich werde halt wahrscheinlich nie so ein Riesenfan von denen sein. Aber zum Eiskaffee oder so bieten die sich bestimmt perfekt an. Also so, Daumen hoch. Mein fünfter Platz, die Oreo Rules. Marco hat es eigentlich schon beschrieben, ich bin auch nicht der größte Waffel-Fan. Aber die von Oreo hier fand ich eigentlich auch ziemlich lecker. Also, ja. Ich habe mich nur gewundert, weil drauf steht, dass Creme drin, wo die Creme ist. So ein bisschen. Ja. Also hier wird sich unser Ranking auf jeden Fall deutlich unterscheiden, weil ich weiß, dass das, was bei mir jetzt kommt, bei dir wahrscheinlich ziemlich weit vorne sein wird. Und bei mir sind es jetzt die Pfirsichstreifen. Die fand ich auch ziemlich, ziemlich lecker. Und es gibt hier, glaube ich, auch, also ich kenne jetzt nichts Vergleichbares. Und gerade wenn man auf Pfirsich steht, was wir beide ja tun, kann man die sich gönnen. Ich bin nur nicht der Riesenfan von dieser Konsistenz, also was Gummibären angeht, habe ich andere Favoriten. Aber wie schon gesagt, alle Plätze, die jetzt kommen, mag ich verdammt sehr. Und da kommt jetzt nichts Schlechtes mehr, also guter fünfter Platz. Gut. Dann der vierte Platz. Mein vierter Platz, oh, okay. Die Pfirsich-Gummibärchen. Interessant. Die finde ich wirklich lecker, sie waren sehr gut. Aber ich gebe Marc und eine Sache recht, ich finde die auch ein bisschen weich. Also ich mag es auch, wenn es so ein bisschen... Na gut, knackig kann man schlecht sagen beim Gummibärchen, ne? Aber einfach so ein bisschen mehr den Biss hat. Vielleicht sind wir auch verwöhnt wegen Haribo. Das kann gut sein, aber die waren... Aber die waren sehr, sehr gut. Oh. So, mein vierter Platz heute, und die haben mich wirklich eigentlich sehr positiv überrascht, weil da hätte ich vor dem Video gedacht, dass die wahrscheinlich ganz hinten landen werden. Und zwar, das sind bei mir die Pokémon-Kekse. Und die haben wirklich überraschend gut geschmeckt. Dieser Maisgeschmack, der dabei war, ist eigentlich wirklich rausgerissen. Also das sind mal keine Standardkekse, sondern wirklich, ja, in gewisser Weise auf jeden Fall was Besonderes. Den Sammelaspekt habe ich jetzt mal weggelassen. Das ist natürlich auch noch mal was Cooles, dass man auch eine kleine Beigabe hat. Aber rein vom Geschmack her haben die mich jetzt wirklich sehr positiv überrascht. So, dann sind wir jetzt schon in unserer Top 3 heute. Ja, gut. Mein dritter Platz sind die Kekse. Die fand ich auch wirklich extrem überraschend. Ich habe ja gedacht, es wären eher so normale so Butterkekse, ja, wo halt nach nichts wirklich großartig schmecken. Ja. Aber der Geschmack, es soll zwar nach Schoko schmecken, aber ich fand es halt irgendwie so ein bisschen mehr nach Honig geschmeckt und mit diesem Mais, wo da mit drin verarbeitet ist. War auf jeden Fall sehr interessant und durchaus ein leckerer Keks. Ja. Gut, mein dritter Platz ist das hier. Ja, also die fand ich wirklich, wirklich überraschend lecker. Weiße Schokolade mit dunkler Schokolade gemischt. Und dementsprechend, das habe ich ja vorhin schon gesagt, dass ich noch zu den Caplicos was sagen wollte. Die waren für mich relativ ähnlich, aber das hier hat dann einfach deutlich besser geschmeckt. Und ja, ich mag auch den leicht käsekuchenartigen Geschmack. Also wirklich eine Empfehlung, geht da raus an der Stelle. Gut, dann dein zweiter Platz heute. So, ich muss gestehen, dass mir der erste und der zweite Platz am meisten Probleme gemacht haben. Ist bei haben. Mir das gleiche und wir haben ja auch die gleichen zwei Sachen noch übrig, deswegen... Und ich könnte mir vorstellen, dass es bei dir anders da ist. Mhm. Aber mein zweiter genau Platz... gleich. Okay. Mein zweiter Platz sind die Sushi-Chips. Ja. Ich musste echt lange überlegen mit dem ersten Platz, der jetzt wahrscheinlich kein Geheimnis mehr ist, bin ich halt den Vorrang gewähr, aber der erste hat es mir dann doch noch ein bisschen mehr angetan. Aber ich fand diese Chips hier, auch wenn ich jetzt nicht unbedingt rausgeschmeckt hätte, das Sushi ist mega, mega lecker, diesen fischigen Geschmack. Viel mehr gibt es dazu nicht zu sagen. Ich liebe halt auch Kartoffelchips, so wie der gute Marco. Aber ich glaube, der sagt euch jetzt auch noch was. Ja, was kann ich dazu noch ergänzen? Also ich habe auch sehr, sehr lange gehadert, ob ich jetzt die Fanta auf den ersten machen soll oder die Sushi-Chips. Weil bei der Fanta muss man erstmal sagen, ist ja jetzt, wie gesagt, unser erster Platz, ist ja klar. Wahnsinnig lecker, also wir lieben Pfirsich-Fanta. Aber da hätte ich auf jeden Fall argumentieren können, die unterscheidet sich ja nicht so extrem zu unserer Pfirsich-Fanta. Deswegen, ja. Deswegen habe ich lange, lange überlegt. Aber bei den Lays-Chips muss man halt auch sagen, wie du eben schon bereits erwähnt hast, man schmeckt jetzt noch nicht extrem raus, dass sie nach Sushi schmecken. Die schmecken aber dafür sau lecker. Dementsprechend war das zwischen den beiden wirklich, wirklich schwer. Aber würde es jetzt keine Pfirsich-Fanta bei uns geben, dann würde auf jeden Fall auch die Pfirsich-Fanta vorne landen. Dementsprechend habe ich sie auf die 1 gesetzt. Ja. Das war perfekt. Also mehr kann, das war genau das gleiche, wie ich es mir gedacht habe. Gut. Ja, dann haben wir doch eigentlich wieder eine relativ ähnliche Auflistung gehabt. So schöne groß Box. Und Ganzen. Ja, also wie am Anfang schon gedacht, so eine asiatische Box, die haut uns auf jeden Fall vom Hocker. Aber wir freuen uns doch schon sehr auf die nächste Box. Bin ich mal gespannt, welches Land diesmal kommen wird.
Und wir hoffen, dass euch das Video natürlich gefallen hat. Und lasst gerne Feedback da und schreibt in die Kommentare, was wir als nächstes vielleicht testen sollen. Bis zum nächsten Mal, liebe Leute. Macht's gut. Ciao. Ciao.